Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir laden Sie herzlich ein, das Pfingstfest mit uns zu feiern. Pfingsten ist das Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes. Dieser Geist, den Gott uns sendet, hilft uns, seine Gegenwart in unserem Leben zu entdecken und Gott von Herzen zu vertrauen. Sein Geist hilft uns, das Wahre und das Gute zu begreifen und auch zu tun. Und Gottes Geist macht uns bereit, uns zu öffnen, den eigenen Egoismus zu überwinden. Und so führt er uns zusammen in der Gemeinschaft seiner einen und heiligen Kirche. Begeisternder Gott, wir freuen uns über die Kraft und Motivation, die du uns schenkst. Wir sind dankbar für alle Geistesblitze und Erleuchtungen, die du uns bescherst. Heute an Pfingsten ahnen wir, aus welcher Quelle sie uns tagtäglich zufließen. Wir bitten dich um eine liebende Sprache, damit wir deine Gaben und Ideen verständlich weitergeben und von deiner Liebe getragen unsere Wege gehen können. Amen. Hört die Pfingstbotschaft, wie sie in der Apostelgeschichte des Lukas geschrieben steht. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah,
kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn, ein jeder in seiner Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und der Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene, in Libyen und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll süßen Weins. Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan. Vernehmt meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde des Tages, sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen, in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen, und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Der Predigttext für das Pfingstfest steht im ersten Buch Mose im 11. Kapitel. Damals sprachen die Menschen noch eine einzige Sprache, die allen gemeinsam war. Als sie von Osten weiterzogen, fanden sie eine Talebene im Land China. Dort ließen sie sich nieder und fassten einen Entschluss: Auf, jetzt bauen wir uns eine Stadt,
mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht. Dadurch werden wir überall berühmt. Wir werden nicht über die ganze Erde zerstreut, weil der Turm unser Mittelpunkt ist und uns zusammenhält. Da kam der Herr vom Himmel herab, um sich die Stadt und dieses Bauwerk anzusehen. Er sagte: Sie sind ein einziges Volk mit einer gemeinsamen Sprache. Was sie gerade tun, ist erst der Anfang. Denn durch ihren vereinten Willen wird ihnen von jetzt an jedes Vorhaben gelingen. Wir werden hinuntersteigen und ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr den anderen versteht. So zerstreute der Herr die Menschen über die ganze Erde. Den Bau der Stadt mussten sie abbrechen. Darum wird die Stadt Babylon, Verwirrung genannt, weil dort der Herr die Sprache der Menschheit verwirrte und alle über die ganze Erde zerstreute. Liebe Bauleute von Babel, war das wirklich nötig? Hat's das wirklich gebraucht? Einen Turm, der bis in den Himmel reicht? Das macht heute vielleicht einen Sinn, denn heute ist Wohnraum knapp und teuer, sogar bei uns im Ries. Aber damals, bei euch, warum? Nur weil ihr es konntet? Obwohl ein Ziel hattet ihr ja. Dadurch werden wir alle berühmt, überall, habt ihr gesagt. Eigenlob stinkt, sagen wir. Eine Hoffnung verband sich mit eurem Vorhaben. Der Turm ist unser Mittelpunkt. Er hält uns zusammen, habt ihr gesagt. Und ich frage mich bis heute, wie kann solch ein vollkommen sinnloses Projekt aus Stein und Mörtel Menschen Halt geben?
Gott fragte sich das auch. Und er ahnte schon, was sie jetzt tun, ist erst der Anfang. Wenn ich sie jetzt nicht abhalte, weiterzugehen, da werden sie noch mehr Luftschlösser bauen, die sie noch weiter abbringen von dem, was wirklich Halt gibt. Ein Turm, der bis in den Himmel reicht. Was ist daraus geworden? Über 6500 Sprachen gibt es. Menschen tun sich so schwer, einander zu verstehen und miteinander zu reden. Hat es das wirklich gebraucht, liebe Bauleute zu Babel? Ich könnte es mir leicht machen und sagen, eure Geschichte ist gar nicht wahr. Es ist ein Märchen mit einer Moral, wenn überhaupt, mehr nicht. Aber wenn ich in die Welt blicke, heute, dann sehe ich, eure Geschichte ist nicht nur wahr, sondern sie wiederholt sich, Tag für Tag, Generation um Generation. Ihr Bauleute von Babel, ihr haltet mir heute einen Spiegel vor. Ihr zeigt mir, so ist der Mensch, so bin ich. Nein, wir bauen keine Türme einfach so in den Himmel. Aber es wird vieles gemacht, nur weil man es machen kann. In Dubai wird eine Insel ins Meer gebaut, um zahlungskräftige Touristen in das teuerste Hotel der Welt zu locken, während im eigenen Land Menschen unter Sklavenarbeit und Hunger leiden. Wir können heute zum Mond fliegen. Wir planen und starten Expeditionen zum Mars in die äußersten Gebiete des Weltalls, um zu schauen, ob dort irgendwann vielleicht einmal menschliches Leben möglich ist, weil wir die Erde bis zum letzten Tropfen ausgesaugt haben. Es wird geforscht, experimentiert, manipuliert, ohne die Folgen zu bedenken. Trotz allem, was der Mensch mittlerweile kann und weiß, hat sich wenig verändert, geschweige denn verbessert. Es gibt noch immer Leid in der Welt. Es wird noch immer gestorben. Es gibt noch immer Krieg. Es gibt noch immer Schuld und Versagen. Und noch immer nehmen sich Menschen das Leben, weil sie mit dieser Welt nicht mehr zurechtkommen. Nein, ich will nicht zurück ins Mittelalter. Und nein, ich behaupte auch nicht, dass früher alles besser war. War es nicht, haben wir ja gerade gehört. Fortschritt, Wissen, die Neugier und die Technik, das ist an sich nicht schlecht. Aber all das als Mittelpunkt und Halt anzusehen für das Leben, das ist nicht nur gefährlich, das ist dumm. Euer Turm in Babel und die vielen Türme, die die Menschen bisher gebaut haben, sie waren, sie sind nicht und sie werden niemals das sein, was den Menschen Halt gibt, geschweige denn sie zusammenhält. Und heute? Heute feiern wir Pfingsten, hören von Flammen, die wie Feuer über den Köpfen der Jünger standen, von einem Brausen, das plötzlich Raum forderte, von Begeisterung, die Menschen plötzlich ergriff. Begeisterung darüber, dass Gottes Geist vom Himmel kommt, um den Menschen wieder zu einer Sprache zu verhelfen, die jeder versteht, die jedem etwas bringt und die alle Menschen zusammenhält. Aus den Ruinen von Größenwahn und Selbstherrlichkeit, aus Luftschlössern und Seifenblasen, so klug sie auch daherkommen möchten, steigt etwas empor, das Hand und Fuß hat, Kraft und Hoffnung in sich trägt. Pfingsten, die verloren gegangene Sprache Gottes, wird wieder aus den Trümmern der Menschheit geborgen. Keine Kunstsprache, von Menschen erdacht und mühsam am Schreibtisch zu lernen, sondern die Sprache Gottes, gewaltig, mitreißend, spektakulär. Ein Schüler bat einmal seinen Lehrer, ihm diese Sprache des allmächtigen Gottes zu enthüllen. Denn er war überzeugt, wer die Sprache Gottes kann, der hat die Macht, die Welt zu verändern. Der Lehrer bat ihn, den nächsten Tag am Stadttor zu verbringen. Am Abend kam der junge Mann zurück und der Lehrer fragte ihn sogleich, was hast du gesehen? Ich habe einen alten Mann gesehen, der in die Stadt wollte, um ein Schaf zu verkaufen. Die Wache verlangte die Steuer von ihm, aber der Mann hatte kein Geld. Da nahm die Wache ihm das Schaf ab
und vertrieb ihn aus der Stadt. Und ich dachte mir, wenn ich die Sprache Gottes gekannt hätte, dann hätte ich diese Situation verändern können. Du hättest, sagte der Lehrer, du hättest diese Ungerechtigkeit verhindern können, aber du hast lieber von deiner Erleuchtung, von Macht und Ruhm geträumt. Sei's drum, ich werde dir die Sprache Gottes enthüllen. Liebe. Nur so können wir den Lauf der Geschichte ändern. Wer einen anderen Menschen liebt, kann sich mit ihm verständigen, ohne viele Worte zu machen. Wer einen anderen Menschen liebt, achtet nicht auf Ruhm oder Prestige, sondern interessiert sich nur für den, den er liebt. Wer einen anderen liebt, der baut keinen hohen Turm, sondern will ganz nah bei dem anderen sein. Wer einen anderen liebt, der wird alles daran setzen, dass es ihm gut geht, manchmal sogar besser als einem selbst. Wer einen anderen Menschen liebt, wird nicht zulassen, dass Energie, Geld und Wissen dafür verbrannt werden, um sich mit sinnlosen Unternehmungen einen Namen zu machen. Wer einen anderen Menschen liebt, kommt ganz nah ran an das Wunder, das die Jünger Jesu damals an Pfingsten erfahren haben. Und was die Menschen, die das miterlebten, nur noch verwundert staunen ließ: Wie ist das möglich? Alle diese Leute sind doch aus Galiläa. Und nun hören wir sie in unserer Muttersprache von den großen Taten Gottes reden. Um diesen Heiligen Geist, der uns die Sprache Gottes lehrt, bitten wir an Pfingsten. Um diese Sprache Gottes, die Brücken schlägt zwischen verfeindeten Nationen und erst recht Religionen. Um diesen Heiligen Geist, der das trotzköpfige Kind des Verstandes einfach in den Arm nimmt, beruhigt und auf das weist, was wirklich zusammenhält. Berühmt wie ihr, liebe Bauleute zu Babel, werden wir durch diese Sprache Gottes nicht, aber glücklich. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen in Christus Jesus. Amen. I believe you.
glaube an Gott, den Vater. Den Allmächtigen. Den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist. Ich glaube an die heilige christliche Kirche. Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Ich glaube an die Vergebung der Sünden. Ami Mahamin, na Amona Schlema, Shahamitin, Jakomo Letifia, Ismano, Kifeshe Humishaber, et Razuno, Hakadosh, et Baruchu, Liot, Schmo. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Miteinander und füreinander lasst uns beten. Du begeisternder Gott, wir bitten dich um eine liebende Sprache für alle, die in der Dunkelheit sitzen und Schlimmes erwarten. Für die Menschen, die um das Leben eines Angehörigen bangen. Für die, deren Familien zerbrochen sind und die in diesen Tagen alleine sind. Für die, die das Vertrauen in ihre Mitmenschen verloren haben und sich kaum mehr unter Menschen trauen. Durchbrich mit deinem Licht ihre Dunkelheit. Du begeisternder Gott, wir bitten dich um eine liebende Sprache für alle, die keine Hoffnung mehr haben. Für die Menschen, die verwirrt von der Komplexität der Welt nur noch einfache Lösungen sehen. Für die, die enttäuscht wurden und nur noch das Schlechte erkennen können. Für die, denen der Hass die Kehle zuschnürt und die Luft zum Atmen nimmt. Erfülle sie mit deiner Liebe, weise ihnen den Weg und durchdringe sie mit deiner Hoffnung. Du begeisternder Gott, wir bitten dich um eine liebende Sprache
für alle Traurigen und Bedrückten, für alle, die ihre Arbeit verloren haben und nicht wissen, wie es weitergehen soll, für alle, die durch die Corona-Pandemie noch weiter ins Abseits gedrängt wurden, für alle, die die Lasten unserer Zeit zu tragen haben und die dadurch traurig und verbittert werden. Schenke ihnen Zeichen deines Naheseins und mache sie froh und fröhlich durch deinen Geist. Und alles, was uns sonst noch auf dem Herzen liegt und wofür wir jetzt keine Worte haben, das legen wir hinein in die Worte, die uns dein Sohn Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht mit dem Segen Gottes in dieses Pfingstfest. Gottes Heiliger Geist heilige euch. Er erfülle eure Herzen mit brennender Sehnsucht nach der Wahrheit, dem Weg und dem wahren Leben. Gottes Heiliger Geist entzünde in euch sein Feuer, dass ihr selbst zum Licht werdet, das leuchtet, wärmt und tröstet. Er lasse eure Zungen Worte finden, die von seiner Liebe sprechen. Gottes Heiliger Geist schaffe euch neu, dass ihr Menschen seiner Liebe werdet, seine Heiligen, sichtbare Worte Gottes. Gottes Heiliger Geist heilige euch, er gebe euch Mut und stärke euch, er bleibe alle Zeit bei euch und führe euch den Weg des Lebens. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.